Ha, Lilo. Heute lassen wir uns mal richtig qualmen. Ich habe ein Programmchen geschrieben. Ziggy, Ziggy, das Programm für die Raucher unter uns. Wer sich schon mal des Öfteren über meine Stimme beschwert hat, der weiß spätestens jetzt, warum die so ist, wie sie ist. Rauchen gefährdet eure Gesundheit. Also, ich habe mir gedacht, warum nicht das Unangenehme mit dem Unnützen verbinden? Wir machen ein Programmierdemo. Für eine brennende Zigarette. Und zwar sieht das dann, wenn es läuft, so aus. Da haben wir also einen Glimmstängel. Und wie wir sehen, bewegt sich hier die Spitze, wie das nun mal so ist, wenn die abbrennt, nach Richtung Filter, weil die immer kürzer wird. Und hier oben gibt es dann den blauen Dunst, blaugrau, das gehasste Gequalme. Gut, das Schöne am Programmieren ist, man kann sich seine Programme selber schreiben, und wenn es keine Raucherprogramme gibt, dann machen wir die halt selbst. Hier mit Ziggy verwende ich keine Grafiken, sondern T-Shape. T-Shape. T-Shape findet ihr unter zusätzlich bzw. additional. Mit T-Shape kann man unterschiedlichste Formen darstellen auf dem Bildschirm. Zum Beispiel Rechtecke, Dreiecke, Kreise, Ellipsen oder ähnliches. Daraus habe ich diese Grundfiguren erstellt. Zum Beispiel sagen wir mal, der Filter ist einfach nur ein Rechteck mit der Farbe gelblich. Und wir können dann quasi die einzelnen Objekte hier draufziehen. Zum Beispiel habt ihr hier dann das T-Shape, klickt hier drauf und habt ein Shape. Ja, das könnt ihr dann in der Größe verändern. Dann rumzerren, und dem Ding kann man natürlich über die Eigenschaften noch andere Farben und Formen geben, meinetwegen diese Farbe und andere Formen. Shape, Rectangle ist rechteckig, sagen wir Circle, jetzt hat man einen roten Kreis. Gut, so kriegt man die Objekte auf dem Bildschirm, so habe ich das gemacht. Hier den Filter ist ein Shape. Das kleine weiße Zwischenstück ist ein Shape, das ist ein Shape, das ist ein Shape und das ist ein Shape. Und dann habe ich noch diese sechs weiteren, aus denen generiere ich quasi den Rauch. Über Timer steuere ich dann quasi das Abbrennen der Zigarette, dass dieser Glimmstängel hier Shape 1 immer kürzer wird. Und ich habe beachtet, dass dann die Zigarettenspitze nachfolgt. Ich muss also dieses Shape 3 entsprechend weiter rüber positionieren. Über den Timer 1 mit dem Intervall 100 habe ich dann den Rauch realisiert, der sich aus sechs Einzelshapes zusammensetzt, die ich in einem bestimmten Bereich, der sich genau über der Zigarettenspitze befinden, generieren lassen. Und zwar soll dieser Rauch immer überhalb der Spitze bleiben, in einem gedachten Rechteck. Allerdings soll sich der Rauch relativ zufällig generieren, habe ich dann über Random gemacht. Das Programm, wie immer, stelle ich euch zur Verfügung. Hier mal kurz die groben Sachen. Gut, ich habe Smoke, ein Array erstellt. Das besteht aus sechs Elementen vom Typ T-Shape. Nämlich diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Elementen. Die habe ich hinzugefügt in dieses Array, damit ich komfortabel über eine Vorschleife auf alle diese sechs Elemente nacheinander zugreifen kann, ohne wieder zu sagen Shape 6, Shape 7, Shape 8, Shape 9. Mache ich dann beispielsweise hier eine Vorschleife, die von 1 bis, jetzt hätte ich schreiben können, 6 gehen, und habe mich dann aber dafür entschieden, das Programm möglichst flexibel zu halten, falls ihr weitere Shapes hinzufügen möchtet, um den Rauch zu generieren. Wird mit Length Smoke die Größe des Arrays ausgelesen, also in dem Fall die 6. Gut, beim Programmstart habe ich hier noch was initialisiert, randomized, damit mein Zufallszahlgenerator auf Startwerte gesetzt wird, die rein zufällig sind. Und Timer 1 Running. Ich benutze gerne in den Timern eine kleine Markierung, die mir sagt, ob der Timer bereits läuft. Insbesondere der Timer 1 mit dem sehr kurzen Intervall 100, damit er sich nicht überholt, setze ich da eine Boolean-Variable und prüfe vorher, ob der Timer bereits läuft, damit er sich nicht selber überholt, quasi
mit einer Race Condition. Innerhalb dieses Timers wird dann mit dieser Vorschleife diese Smoke-E, was dann quasi diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Elemente sind, abgearbeitet und die Form geändert. Change Shape habe ich das mal genannt. Hier habe ich wieder über Zufallszahlen gearbeitet, Random 4. Ich habe immer hinten dran geschrieben, was das dann generiert. Random 4 generiert Zufallszahlen von 0 bis 3, also der höchste Wert wird nicht erreicht. Gut, wenn also eine Zahl von 0 bis 3 generiert wird und diese zufällig dann 1 ergibt, dann wird das hier ausgeführt, dann wird die Form geändert. Auch wieder zufällig. Hier habe ich dann eine Zufallszahl zwischen 1 und 9 generieren lassen, indem ich einfach zu random 9 1 dazu addiert habe. Dementsprechend habe ich dann die Form ausgewählt und dem Objekt zugeordnet. Gut, das Objekt selber wird dieser Funktion bzw. Prozedur übergeben. Und zwar ist das dann hier SmokeE wäre das Objekt. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Shape 8 würde übergeben als Objekt vom Typ T-Shape und innerhalb dieser Prozedur weiterverarbeitet und hier dem Objekt, zum Beispiel Shape 8, würde die Eigenschaft Shape gesetzt und zwar auf den Wert, der hier zufällig ausgewählt würde, zum Beispiel rund oder wie auch immer. Dann habe ich über weitere Zufallszahlen die X- und Y-Koordinate des Rauches überhalb der Spitze generieren lassen. Ebenso die Breite und die Höhe des entsprechenden Objekts. Das könnt ihr euch im Einzelnen mal ganz in Ruhe anschauen. Funktion init werde ich ab und zu im Programm brauchen, und zwar immer dann, wenn die Zigarette komplett abgequalmt ist, bis hinten hin. Dann muss ich wieder zurücksetzen auf die komplette Länge dieses Glimmstängels und muss wieder die Zigarettenspitze dahin setzen, wo sie gehört. Dafür ist dann das da. Timer 2 kürzt die Zigarette ein, ändert die Länge, also die Weite, Breite dieses Glimmstängels und verschiebt dann, da die Breitenänderung so nicht funktionieren würde, auch noch dann die Koordinate left, also damit es kürzer wird. Und dieser Glimmstängel muss natürlich dann ebenfalls folgen. Gut. So sieht das aus. Das starten wir jetzt doch gerade nochmal. Ich habe übrigens versucht, das ziemlich frei zu skalieren. Zuerst hatte ich eine Version programmiert, die ziemlich klein war. Das war schlecht fürs Video, also habe ich dann eine größere Version gemacht. Und in dem Zuge habe ich dann auch noch immer gewisse Verhältnisse geschaffen, zum Beispiel ein 50stel oder wie auch immer. Start. So läuft das Programm. Ihr könnt das gerne editieren und für eure Zwecke benutzen, zum Beispiel um die Anzahl der gerauchten Zigaretten zu zählen oder ähnliches. Könnt ihr euch einen Button dran machen, einen Counter, und immer wenn das Programm startet, wird es um 1 hochgesetzt. Sowas hatte ich schon mal für Windows gemacht. Gut, so sieht's aus. Blauer Qualm. Ich habe diesen Winter bei minus 14 Grad draußen qualmen müssen in der Firma. Wenn ihr also auch so ein bisschen gemobbt seid, schreibt euch euer eigenes Zigarettenprogramm, wenn es schon kein anderer für euch tut. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Rauchen gefährdet ihre Gesundheit. Und tschüss.